Willkommen zurück zu einer weiteren knallenden Folge Guardians of the Galaxy auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder reinknallerst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte krachende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter, euer Support ist wichtig, eine kleine Bewertung wäre nett, auf geht's. Okay Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sackgasse. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Riskant. Wir gehen unter Beschuss. Ich hab den Typen erwischt. Alter, wir werden gerade ganz schön angebombt. Lass dich nicht treffen, Quill. Schadensbericht? Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden. Der ist erledigt. Alter, das ist gar nicht gut. Richtig, richtig unangenehm. Mist, das sind echt viele Geschütze. Ja! Wow, 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 wow. Okay, ich denke, wir können rein, oder? Mantis, sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja, manchmal. Moment, vielleicht solltest du... Zu den Waffen, der Feind nähert sich. Okay, Moment mal. Woher haben wir diese neuen Skin und warum hat Groot auf einmal jetzt seine Mega-Fähigkeit, nämlich Gabe der Flora? Rocket, ein Zeichen von Warlord? Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Felsformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Sag das denn! Oioioioioi, ich werde hier gerade voll zernudelt. Diese Glaubenskisten sind instabil. Vielleicht sollten wir uns doch nicht gegen sie stellen. Alles weghauen, Junge. Alles weghauen. Die Kirche hat gefühlt 8 Armeen Blasterfutter. Besser im Kampf gefallen als vom Magus verschlungen. Ja, Groot. Ich bin sicher, Sie wissen genau, warum wir hier sind. Ihr habt's gehört. Immer drauf, bis sie platzen und knacken. Ich bin einfach so durchgerutscht. Durchgeslidedudelt. Ey, hier oben ist noch einer. Ich wirklich meine Songs, Rocket. Du brauchst ein Stärkbieter. Wenn du den Rhythmus drauf hast, kannst du... Erinnere mich daran, nochmal die Formationsübung durchzugehen. Boah, hier ballert's wieder richtig, ne? Zeit für den Schmerzer! Kommt einer von euch flackern, wo die Ritualkammer ist? Wir wollen die Eröffnungszeremonie nicht verpassen! Gebams! Diese Glaubenskisten sind instabil! Ich wette, sie explodieren ganz prächtig! Ein bisschen Elektro ist, glaube ich, auch ganz gut. Uiuiuiuiui. Alter, was läuft denn hier? Das wird unser glorreicher letzter Angriff auf die Kirche. Außer sie haben noch einen Notfallplan. Oh nein, hinter uns, Leute. Noch mehr. Achte auf deine Wortwahl. Räum sie weg, Drax! Zeigen wir dies erst, wenn Zeit, dass jemand eine Klinge spürt! Wir brauchen unsere Knopfpause, Groot! Oh, Alter, wie wir reinscheppern! Wie ein heißes Messer! Hey, Mistschädel! Wir sind nur wegen der Erfüllung hier! Ja, damit wir sie stören können! Verschwinden wir von hier! Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht! Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben! Verdammt! Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht. Groot, Zeit zum Anwenden! Mach sie fertig, Gamora! Diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten. In manchen Kulturen gilt das hier als Gastfreundschaft. Alter, ich bin nur am Rotzen. Ich bin nur am Rotzen. Ich komm gar nicht zum Reden. Weil ich nur drauf rotze bis zum Geht nicht mehr.
Upsi! Vielleicht sollten wir uns da nicht neben sie stellen! Alter, ich bin fast wütend. Der stellt seine Gefährten wieder her! Der mistige Kirchensanitäter macht die Sache echt kompliziert! Zerschnetzel sie! Keiner wird's kommen sehen! Hoffentlich beschädigt die Käferlady nicht unser Schiff! Oh, der Zeit ist jetzt weiter, um eine Klinge zu streichen! Gamora, erledige sie! Messer ist besser! Seht doch, der Zauberer heilt die Seinen! Nimm ihn ins Visier! Bereit! Ich bin Groot! Wie sollen wir den kriegen? Der Kirchenschiff heilt sich ständig! Ist doch alles gut! Zeig uns doch dein Schwert! Heiz ihn ein! So viele Spinner zum Hochjagen! Du verpetzt sie, ich zerlege sie! Guck mal hier, zack! Ja. Das wird unser glorreicher letzter Angriff auf die Kirche! Ich mag deinen Enthusiasmus, Black! Und wer darf jetzt hier einfach seine Kumpel heilen? Der Schafane muss sofort erledigt werden! Achtung! Er lädt seine Crew auf! Hasse seine Verbindung! Ich versuch's! Lady Hellbent, das Outfit ist ein ziemliches Spektakel! Wie kann sie sich ohne Sattel auf Buch halten? Sie hat ziemlich krasse Oberschenkel, Muskulatur. Unsere Gegner lachen, wenn ihr Schamane sie befehligt. Die Kronkuppel muss noch, bevor sie verraten werden. Der Hangar ist weit offen. Sie können von überall angreifen. Erinnere mich daran, nochmal die Formationsübung durchzugehen. Alter, mach den doch endlich fertig, das gibt es doch nicht. Sie explodieren ganz prächtig. So wird das gemacht. Endlich. Lecco mio. Ich bin Groot. Das war ein übler Fight. Kommt rein hier. Ich meine, ich gucke noch hier drüben, ob es da irgendetwas gibt. Ich bin Groot. Drax, Groot denkt, du hättest dein Jägerzeichen für diesen Ort aufsparen sollen. Nicht nötig. Wir haben den unbesiegbaren Fung besiegt. Wir haben uns unbezwingbar gemacht. Bist du dir da so sicher, Drax? Ich persönlich würde sagen, nein. Wie können wir sicher sein, dass sie Warlock nicht konvertiert haben? Es würde erklären, warum sie ihn gefangen genommen und nicht einfach getötet haben. Und es wird jede Menge Glaubensmist in diesen Ort geblasen. Er hätte uns fast alle fertig gemacht, als er traurig war. Stellt euch vor, er wäre voller Versprechens. Warlock hasst den Magus. Er hat das Ding bereits einmal vertrieben. Haben sie sich versöhnt? Ich und Groot wurden gefeuert und sind trotzdem hier. Nein, ihr seid gegangen. Aber trotzdem. Nein. Hätte der Magus Warlock umgedreht, hätte der uns hier erwartet. Irgendwie still, oder? Ein bisschen zu still. Mein Baby! Mantis, nicht trudeln! Warum trudelt sie? Na, die macht das Schiff noch kaputt. Ey, die neuen Skins. Ich werde hier nach nie wieder einen Fuß in eine Kirche setzen. Komm schon, du bist doch nie in der Kirche gewesen. Mein Controller redet. Sie sind schon da, Mantis! Die himmlische Madonna lässt grüßen. Die himmlische Madonna. So bringt man sie auch in die Kirche. Bam! Hab eins! So easy. Ich muss sagen, mittlerweile sind wir schon Erlebt ziemlich OP. Was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet. Wahrscheinlich hat sie inzwischen die halbe Armada zerstört, Max. Mit bloßen. Oh, ich bin klasse! Die Leute kämpfen ohne jede Furcht. Sie sind dem Versprechen komplett erlegen. Und wo sie herkommen, gibt's noch Millionen mehr. Hoffentlich können Mantis und Lady Hellbender die meisten draußen beschäftigen. Hey, hier kommen wir durch. Kommst du, Quill? Die Tür ist verflockt. Mist. Wir müssen diesen Weg nehmen. Versuch mal, sie zu überladen. Ach, hier oben, die Nummer hatten wir auch schon lange nicht mehr.
wäre schön, wenn Warlock sich selbst befreit und uns einen Teil der Lauferei erspart. Wir sind nicht so weit gekommen, nur damit uns ein magischer Höhlenpenner den Kill stiehlt. Alleine kann er es nicht schaffen. Und wir auch nicht. Sind die immer noch wütend auf uns? Okay, okay. Tut uns leid, dass wir beim letzten Mal so viel Unordnung gemacht haben. Tut es nicht! Also mir tut's kein bisschen leid, sagen wir es mal so. Wollt ihr nicht sagen, was für Warlock ist? Das sind Idioten, die nur an das Versprechen denken. Also du willst uns sagen, die sagen uns gar nichts. Schnitt und Ed, ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen in so kurzer Zeit anfertigen konnten. Ja. Vielleicht gibt es irgendwo auf dem Schiff einen riesigen Kleiderschrank. Wie haben wir das hinbekommen? Millionen von Leuten haben plötzlich dieselbe Uniform. Wie ist sowas möglich? Ich finde, das war eine durchaus kontrollierte Rolle. Für die Käfer-Lady, meine ich. Groot! Zeig deine Flurke! Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Noch nicht! Wir haben wieder Unordnung gemacht. Ich bin Groot. Groot hat recht. Sie haben angefangen. Ist ein großer Kult. Die haben bestimmt Hausmeister. Ob so ein Kult Hausmeister hat, was meint ihr? So ein Putzkolonnenkult? Halt Lady Hellbender dieses Schiff Stück für Stück in Flammen aufgehen lassen. Das würde ich gern sehen. Aber von draußen. Ja, wir sollten nicht hier sein, wenn sie loslegt. Warum ist Drax eigentlich so besessen von Lady Hellbender, will sie aber trotzdem nicht haben, ne? Das ist eine ganz merkwürdige Mischung. Drax, jetzt schnapp sie dir. Sie hat einen tollen Hintern. Okay, dagegen schießen. Wie zügelt man jemand so mächtig wie Warlock? Ich würde mit dem Knebel anfangen. Oh gut, da kommt die Putzkolonne. Der Greif ist da hinten, Jungs. Ich glaube nicht, dass diese Leute Hausmeister sind. Zerquetsch die Drags. Ah, so ist gut. Saubere Arbeit, mein Junge. Überleg nur, was für ein Chaos, den die Hellwetter jetzt veranstaltet. Naja, wir fünf machen hier drin auch ein ziemlich ordentliches Chaos. Die Großer. Boah, Alter, das war eine Kombo. Bei dem war mehr als nur das Gehirn im Eimer. Durchgeknallte Ehre verdient es. Alter, Drax. Groot. Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Nahrungsgut, oder? Wenn wir siegen, machen wir Urlaub. Alle gehen drauf, alle kloppen voll auf den Dude ein. Tut mir beinahe leid. Vielleicht gibt es irgendwo auf dem Schiff einen riesigen Kleiderschrank. Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Sie ist eine wirklich erfahrene Pilotin. Ich bin gut. Du sagst es, Kumpel. Sie werden mit allem angreifen, was sie haben. Und wir weichen aus. Wie alle am Rumbrüllen sind permanent, ne? Jabba-dabba-du. Mantis, lebst du noch? Jetzt. Das ist eine knifflige Frage mit vielen Antworten, Star. Weißt du was? Vergiss es. Ich hab keine Ahnung, ob man meinen Controller überhaupt reden hört. Ich weiß es nicht. Ah, na also, hier geht's lang. Komm schon. Welches? Das unter dem Klebeband. Oh, jetzt ist es gelb. Jetzt wieder orange. Ignoriere es einfach, Mantis. Du hast meine Warnleuchten überklebt? Sie haben mich abgelenkt. Klebebandprivilegien entzogen. Es ist mein Klebeband. Hey, das ist mein Klebeband. Ich habe Klebebandprivilegien. Wenn hier einer rumkleben darf, dann ja wohl ich. Ich bin immerhin der Captain und das ist mein Schiff. Ist das wirklich der effizienteste Weg? Lass mich raten. Bei dem wir eine Überlebenschance haben. Was? Du kannst okay, wie kommen wir da rein? Da ist Loot. Lala lila Loot. Lecker, lecker Loot. Ich bin gut. Wir werden beobachtet. Sag Hallo zu den Kirchenkameras.
Ich bin Groot. Ich hoffe, ein paar von denen verstehen Groot, denn das war ein Zahnestück. Ah, Moment. So. I am Groot. Ja, ist das wirklich der sicherste Weg? Flag, nein, aber sicher hat im Moment bei mir nicht die oberste Priorität. Quill, ich wette, du könntest den Rest der Bodenplatten hochziehen. Okay, ich versuch's. So werden wir nicht enden. Stell dich einfach hinter irgendwas. Dann stell du dich vor mich. Siehst du, hab ich doch gesagt. Gut mitgedacht. Echt kein Zuckerschlecken. Nicht ein Pustekuchen? Ich bin beeindruckt. An wie der Zorn von Lady Feldmänner. Nein, es sind verflagte Riesenturbinen. Die Legende wird etwas anderes berichten. Warum geht das Ding hier nicht? Why? Okay, wait a moment. Ich will noch da drüben hin. Oh, ein Skin! Okay. Was machst du da oben? Taktische Analyse! Oder so. Geistige Aktivitäten sind unerkundlich. Das ist wahr. Ich hole einen wertvollen, überaus krassen Skin. Haben die das eingeschaltet, nur um uns auszubremsen? Team Lord. Hatten wir nicht Team Lord schon? What? Warlord? Team Lord. Einer fehlt noch hier. Und dann da oben noch einer. Aber ich könnte Der sieht dem hier halt super ähnlich. Hier Warlord, Team Lord. Mistkerle! Oh nein. Schnell! Zieh es raus! Oi. Ich hab plötzlich das Gefühl, als wäre ich wieder auf Setnaf. Immerhin richtig. Schreiß nicht! Ah, schnell rein hier! Kommen die anderen auch? Leute? Rocket! Glückwunsch, du bist der Erste! Junge ist da drüben. Gehen wir. Ich bin Groot. Genau, wir spazieren jetzt durchs All. Ist unsere einzige Option. Tja, ich hab da eine Theorie. Yep, künstliche Schwerkraft. Klar, so ein großer Kahn braucht das für Wartung und so. Mann, ist das abgefahren. Stopp. Okay, los. Seht ihr? Nichts dabei. Okay, zugegeben, das war ziemlich cool. Ja, das Signal kommt von irgendwo in diesem verdammten Riesenfelsen. Okay, es geht los. Das war eben gerade ziemlich cool, Kleiner. Ich bin
Ja, der Schrotthaufen feuert auf unsere Monster. Feinde voraus, Peter Quill. Okay, alles klar. Können wir das Ding zerstören? No. Hoffentlich läuft das so gut wie der alte Rettungsjob auf Sakaar. Das Ziel wurde rituell geopfert und dann vom Kunden aufgegessen. Aber es war total lecker. Wir bekamen eine Gratis-Mahlzeit und wurden bezahlt. Ein voller Erfolg. Wir werden Peter Quills Tochter nicht aufessen. Niemand wird meine Kleine essen, okay? Kann ich da rein? Na gut, Freunde. Ich würde sagen, weiter geht es dann in der nächsten spannenden Folge Guardians of the Galaxy. Einfach eine kleine Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.